Der Weg der Rosen. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Und man, gut, dass hier auf jeden Fall alle draußen sind, die Wachen. Und nicht hier drin, es sei denn. Wir sind irgendwie noch drin, welche. Ob. Ich vermute mal, wir werden mit den Ratten wieder ordentlich was zu tun kriegen. Verschlossen. Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Ja, das sieht so aus, als wenn die das hier alles geräumt haben. Ob wir überhaupt noch das richtige Buch finden. Das ist ja der Haupteingang, ne? Ja. Okay, dann müssen wir mal hier lang laufen. Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ah, gut. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Oh nein. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der große... Keine Ratten. Persönlich um uns. Merkwürdig. Spektakel. Merkwürdig, aber gut. Wo ist denn die andere Wache hin? Die war noch zu zweit. Ich muss natürlich schauen, weil das Buch kann ja hier überall sein, ne? Da ist ein Wagen. Das heißt, den muss ich schieben. Ah, was haben wir denn da? Super. Wo müssen wir denn da hin? Ich vermute mal da hoch, ne? Einmal hier rum. Ja, wo ist jetzt der Ankerpunkt, wo wir es hinpacken? Bevor wir es schieben, ist noch was zum Einsammeln. Mal hier, ne? Ne, immer noch nicht richtig.
Vielleicht einfach geradeaus vor die Tür? Macht dir Sinn, kommt keiner rein und ich könnte hochklettern. Obwohl, dann wäre ich ja da unter. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wo es ist. So ein bisschen Auge, ne? Ich glaube, hier müsste es zwischen. Ja. Das sieht doch gut aus. Super. Also man sieht das manchmal gar nicht so schnell, was, wo die Kiste hingeschoben werden soll. Schon was eingesammelt. Und Alchemist, habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges. Oh Mann, ey. Diese scheiß Wachen, die geben mir sowas von auf den Sack. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Wer bist du? Wachen! Mir schon fast gedacht, aber ich weiß gar nicht, wie ich die ablenken soll, weil das so viele sind. Erstmal wollen wir mal ein paar Sachen herstellen, ja. Keine Steine haben wir mehr, das ist natürlich nicht gut. Wahrscheinlich warten, bis er rechts rüber ist, und dann muss ich mich von hinten ranschleichen. Okay, er geht rüber. Sehr gut. Gott, scheiß Versteck, ne, wenn er genau vor mir ist. Aber da machst du nix. So, kannst du nur... Während er hier rüber geht... hier nur verstecken. Da hinten ist noch was zum Einsammeln, Steine auch und so. Okay, aber da warte ich erstmal, bis er rüberkommt, und wenn er rübergekommen ist, dann
scheint nicht mehr rüberzukommen. Kann ich hier wenigstens was einsammeln? Bleibt er auch da? Ja. Ich nehme mich rüber. Wenigstens kommen die verfluchten Rassen. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Ich sag's dir. Deine das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Kann er sich nicht einfach verpissen? Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Ich suche da drüben. Scheiße. Dafür werdet ihr bezahlen. Naja, ich hatte leider keinen 2. Sonst wäre das echt super gewesen. Ich sag's dir. Nächste Mal, da sind sie ja. Redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Vergiss es. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Schon ab. Verschwindet. Für schlau gehalten. Was? Ah, nichts. Super gemacht, Sven. Gänseblümchen, du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Oh, sie denkt an ihren Bruder, finde ich ja niedlich. Aber nur wegen den Gänseblümchen geht sie jetzt hier rein? Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Oh.
Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Ja, das ist ja wieder spannend gemacht. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Ich dachte, ich habe was gehört. Komm mir gleich wieder. Pass auf dich auf. Mach nichts. Wache! Eindringlinge! Von dort. Okay. Haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Was war das für ein Geräusch? Ich seh mal nach. Sei vorsichtig. Hier ist nichts. Beruhigt euch wieder. Na gut. Okay, das war ein bisschen dämlich, aber ich hätte gedacht, die wären alle weg gewesen. Haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun.
Okay, das haut noch nicht hin. Das gibt's doch gar nicht. Ich komme so gut an die Wachen vorbei. Haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Klappt das denn nicht? Achso, warte mal, ich habe ja noch eine andere Waffe, ich Blödmann. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Ich hab doch noch hier... Boah, da fehlt mir wieder was. Stück weiter nach links. Muss da rein. Nein, aber die Idee ist schon, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich muss sie irgendwie links halten, die Ratten. Die Ratten das nur geschafft. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Ja, und jetzt haben wir's. Und raus.
bin ich nicht falsch abgebogen. Ja, das wäre nicht gut. Aber können wir erstmal schön einsammeln. Boah, hier ist schon wieder Ratten. Aber die Ratten prägen das ganze Spiel. Cool, wie die Blätter so fallen. Sieht echt schön aus. So, Beutel, Tasche, Ausrüstung. Ist die Frage, was denn wichtig? Ich glaube, Waffen sind immer wichtig. Das sollte mir die Sache erleichtern. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Okay, dann haben wir zwei Sachen schon mal verbessert. Es war nicht die Welt, aber mehr geht momentan nicht. Oh! Oh, die haben mir das Blut abgepumpt. Was läuft denn da für eine Sauerei? Über unseren jungen Hugo de Ruhn? Senior Nicholas ist weiterhin auf der Suche. Gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum, wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Ein Arschloch bist du. Ich habe keine Ahnung, was ich erleiden musste. Naja. Was ich ertrage. Für dich. Lass sie Blut von anderen spritzen. Ein ganz toller Typ. Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Übel, Schnell! Ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Wird schwächer. Wie lange kann das Epitaister etwas denn? Kommt her, schnell! Jemand ist hier! Okay, ich sollte schon schleichen und nicht laufen. Zumindest nicht da in der Halle. Hier kann ich nur laufen. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Und hier muss ich jetzt langsam schleichen. Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen de Ruhn kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Alter, was ist denn das für eine Wache da oben?
Schön gesagt. Es ist nur ein Tier. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich will's kaum erwarten. Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Ach, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es entgeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht so viel Zeit. Wir können es ja mal probieren. Komm schon, Beeilung. Gar keine Anwendung. Wir brauchen dieses Buch. Ach nee, warte mal. Warum ist ein Kronleuchter? Alles klar. Schon gewundert, wie soll ich den Typen da fertig machen? Bist. Aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Sie kommen und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hab es fast. Ja, beeil dich ein bisschen. Komm schon, ich hab's. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Ja, hauptsache wir können, ja. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Ja, deswegen hoffe ich ja, dass wir in keine laufen. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Mach sofort auf! Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Okay, wir brauchen ja nur das Richtige. Ja, mal gut, dass die Tür so massiv ist. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinerar hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Ach, Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Okay. Oh, ziehen. Hey. Warum macht sie das denn nicht? Kannst du mir helfen? Schon gut, schon gut. Interessant. Die Regale bilden einen Weg.
Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Rodrik? Ja. Super. Dann kann ich den Wagen hier wegziehen. Ey. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Damit müsste ich eigentlich nach oben kommen. Aber es ist wahrscheinlich hier wieder die falsche Stelle. Also los! Ist recht. Halt! Hört sich gut an. Nimm mal den hier. Ja. Beeil dich. Ich glaube nicht, dass der nur lange halten kann. Sich gut an. Lass es einfach. Sofort. Okay, aber der hier könnte vielleicht interessant sein. Aber den will er gar nicht. Alles klar. Muss der Roderick doch nochmal den hier bewegen. Roderick? Ist recht. Muss da erstmal hoch. So, schieb schon. An den Stein vorbei. Ich hoffe, dass das auch richtig war. Aber ich glaube schon. Ja. Perfekt. Jawohl. Super. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Okay, super. Halt! Ich gut an. Jetzt hoffe ich doch, dass wir hier das Buch finden. Rodrik? Sofort.
viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Du musst da weg, Amicia. Die Kiste da drüben, du könntest sie als Keil benutzen. Gute Idee. Okay. Aber da muss er erstmal loslassen. Warte. Recht. Rodrik? Ja. So, dann schieben wir die Kiste erstmal runter. Lass es einfach. Hört sich gut an. Ja. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Ja. Für die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Das stimmt. Rodrik? Sofort. So, jetzt kurbel das Ding ja auch. Mensch, mein Bruder, ich habe keine Zeit. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Super. Dann kann ich jetzt hier hoch. Muss es ja eigentlich geklappt haben. So. Hier lang. Also los! Ist recht. Das ist ja bis jetzt noch nicht allzu schwer. Jetzt müsst ihr hier wieder loslassen. Nein, halt! Ja. Super. Jo, jetzt komme ich hier rüber. Prima, prima, prima. Prima Donna. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ja, wir haben das Buch. Ich kann's einfach nicht glauben. Geil. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Na, ja, scheiße, da sind sie ja schon. Und wir haben das Buch. Ich kenne dich. Amicia de Hoon. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit. Und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin. Mensch, ich will ihren Bruder retten. Was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten. Mit deinem Bruder und dem Buch. Kann ich die Welt retten? Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Könnt fliehen. Ah, geil. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Wow. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Wenigstens mal einer, der einen rettet. Bereit? Das wird die Hölle. Schnell aus diesem... Und wie ich bereit bin. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren.
dir nur so sehr die Kontrolle. Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Machst du das, Roderick? Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Alter, der hat aber Dampf, der Typ. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Stein. So, das musste ablenken. Was war das? Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Gut gemacht. Ich habe mich von etwas gehen lassen. Oh, ich will mal ein paar Sachen einsammeln, wenn er schon am Boden ist. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei zu tun. Jeder übernimmt einen Ordner. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Der ist für dich. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Ich bleibe bei euch. Zeit für eure wohlverdiente Strafe. Seine Haut möchte ich nicht. Ist alles gut? Nicht mal ein Kratzer. Prima. Bis jetzt läuft ja alles ganz gut. Ja, bis jetzt. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Oh, frische Luft. Ich rieche Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Roderick. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Was passiert? Das ist ja geil. Und jetzt haben wir alles, quasi, was wir auf brauchen. Das Feuer zielen. Feuer. Das hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Ja. Wenn der tot ist, können wir die Ratten, können wir es wieder anzünden. Verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Was? Da drüben. Was ist das? Hey, hier! Schweine! Amicia! So, was können wir denn noch herstellen? Eins können wir immer gebrauchen. Mann!
Ey, so ein Scheiß. Kann doch nicht sein. Komm, kriegst du ein E. E in die Fresse. So. Oh, ein neues E basteln, oder? Jo. Er schafft stark Lichtquellen, Ratten eliminiert. Das war aber knapp. So, und jetzt? Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Oh Mann. Warum ist der Roderick gestorben? Ist er doof oder was? Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Komm rüber. Wer da drin? Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Ich sehe nach. Augen offen halten. Müssen wir wirklich da rein? Ja, tief Luft holen. Geht. Oh, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Amicia, die Helme. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf deinen Helm auf. Hier! Kümmer dich nicht um sie. Ja, ich glaube, wir fliehen erstmal. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Mach auf! Komm schon, komm schon! Hörst du mich? Mach auf! Geschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Roderick, ist sie gut? Ja! Was da? Scheiße! Nach links! Oh Mann! Super. Komm, hier lang. Oh, nicht gucken, laufen, komm, hau ab. Super, super geil. Wir haben es geschafft, yeah. Ich hab's ja nicht geglaubt.